Ein Glaswürfel im Hof der Universität, das Licht durch eine besondere Beschichtung nach innen geleitet. Eine Kathedrale des Wissens, des geschriebenen Wortes ist der neue Lesesaal. Moderne trifft hier auf Geschichte. Was wir geschafft haben, ist, dass wir eine Bibliothek des 19. ins 21. gebracht haben und sie darin bestehen kann. Im Zweiten Weltkrieg war die Humboldt-Universität schwer zerstört worden. Ihr Herzstück, die Bibliothek, wurde nur provisorisch wieder aufgebaut. Jetzt, nach 70 Jahren, hat das Provisorische ein Ende. Durch die Zerstörung im Krieg war ja plötzlich die Mitte weg. Die Bomben haben den Lesesaal getroffen und da war diese Mitte dieses Hauses weg. Und genau das wollten wir wieder haben. Zur Eröffnung zeigte sich allerlei Politprominenz. Eine hunderte Millionen Euro teure Bibliothek in Zeiten der Digitalisierung, das ist auch ein Statement. Wie viel von meiner Mutter steckt in mir, wie viel von meinem Vater, das haben sich wohl die meisten Menschen irgendwann einmal gefragt. Verwandtschaft, was bedeutet das? Die Fragen sind ein Schlüssel, um sich dem Werk der britischen Fotografin Gillian Waring zu nähern. Jetzt zu sehen in München, sie interessiert der Alltag, sie interessiert auch die Selbstinszenierung. Ja, vor allem auch die eigene. Und so schauen uns die Augen der Künstlerin aus ganz verschiedenen Gesichtern an. Zauber der Montage. Die Maske, ein Abbild der Künstlerin im Alter von 17. Die Augen dieses Selbstporträts gehören allerdings der damals 40-jährigen Gillian Waring. Auch diese Bilder haben alle eines gemeinsam. Egal ob Schwester, Mutter oder sogar männliche Familienmitglieder, immer blickt die Künstlerin durch ihre Verwandten hindurch. In den 90er Jahren hat die Britin in London auf der Straße wildfremde Menschen gebeten, spontan einen Gedanken aufzuschreiben und sie damit abgelichtet. Von Geldsorgen und Depressionen wird der Betrachter überrascht. Insofern hebelt Gillian Waring die Fotografie aus. Die Fotografie als ein dokumentarisches Medium oder als ein Medium, das doch relativ objektiv Wirklichkeit, so wie wir sie sehen, wiedergibt. Denn plötzlich tauchen mehrere Wirklichkeiten auf, mehrere Wahrheiten. Und wir wissen nicht, welcher Wahrheit wir mehr trauen dürfen. Für ihren Film 60 Minutes Silence hat Waring Bekannte und Freunde in Polizeiuniformen gesteckt und sie eine Stunde lang als Gruppenfoto unverändert porträtiert. Der Übergang vom Foto zum Video, von der Momentaufnahme zu einer Sequenz, vom Jetzt zu anderen Jahrzehnten. Zentrale Fragen, mit denen sich die Britin in fast allen Arbeiten beschäftigt. Eine scheue Frau, die einen aber mit ihren Werken so leicht nicht wieder loslässt.